Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom wöchentlichen Rahmen, heute am 21.06.2015. Letzte Woche kam leider keine Folge, weil ich nicht da war. Ich war unterwegs bei meinen Eltern mal wieder. War schön, auch mal wieder ordentlich Zeit und deswegen kam leider keine Folge, weil ich unterwegs war im Zug am Sonntag, so um die 6 Stunden lang. Und da habe ich ein wenig Motivation gehabt, ein Video aufzunehmen. Vor allem wäre das mit dem Upload auch ein bisschen blöd gewesen. Davon abgesehen, gibt es jetzt wieder eine Folge. Wow, diese Erkenntnis. Und bevor wir tatsächlich zu den ganzen Spiele-Krams-Gedöns da kommen, wollte ich nochmal eben kurz mitteilen, weil ich es einfach lustig fand oder weil es gestern gerade mal vorkam. Es ist immer interessant, wenn man anderen Leuten erklären muss, die mit dem Internet so überhaupt nichts zu tun haben oder mit YouTube oder Twitch, wenn man anderen erklären muss, was man eigentlich so macht. Vor allem, wenn das irgendwelche Ämter und Sachen sind, irgendwelche statistischen Erhebungen und solche Sachen. Und da fragen die dann halt, was man für einen Job hat. Ne? Und dann sagt man, ja, Internet, da, ich mache Videos und so. Das ist immer, da gibt es immer nie irgendeinen Punkt für, wo man das einfüllen kann. Irgendeinen vorgefertigten Auswahlmöglichkeitspunkt von wegen, ja, hier, Videotyp. Gibt's leider nicht. Gestern war hier jemand, war hier eine Dame da, die zum Mikrozensus eine Erhebung, eine Umfrage gemacht hat. Das heißt, es ist, man wird vom Staat, in diesem Fall von Sachsen, also vom Land, nicht vom Staat, wird man zufällig ausgewählt, einigermaßen zufällig, und anhand dieser Daten will quasi das Land herausfinden, was für Leute da eigentlich so wohnen, wie so die Situation ist, wie die Lebensqualität ist. Mikrozensus halt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich sehr repräsentativ bin in diesem ganzen System, Dingsbums, Blob. Nicht, dass es heißt, einer von den 1000 Befragten macht Videos da im Internet. Das heißt, theoretisch sind 0,1% aller Einwohner in diesem Land YouTuber. Ich glaube, das klappt nicht. In dem Zusammenhang trotzdem noch ein schönes Wort. Eins der wenigen Wörter, die ich mir aus dieser Beschreibungstext-Dings gemerkt habe, ist statistische Klumpenbildung. Mein Fachwort des Jahres an dieser Stelle schon mal. Davon abgesehen, es kamen nicht so viele Videos mal wieder. Zum einen, weil ich eben unterwegs war. Zum anderen, weil ich die letzten Tage relativ viel anderen Krams gemacht habe. Im Sinne von, ich bin ein bisschen im Dark Souls-Fieber. ich weiß nicht, wie viele Stunden ich die letzten 1-2 Wochen gespielt habe. Es waren einige. Ich bin auch fast durch das Ding. Von daher, es macht eine ganze Menge Spaß, aber es ist echt so eine gewisse Sucht, die solche. Vor allem, sobald man halt merkt, Mensch, so, wenn man das so macht, dann funktioniert das. Ne? Und das heizt dann ordentlich an, dass man noch weitermacht, und das ist ein bisschen blöd. Heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit nur das gespielt habe, aber das war eins von den Sachen, was mich so ein bisschen manchmal vom Aufnehmen abgehalten hat. Deswegen kamen meist nur so 2 Folgen pro Tag, 2 bis maximal 3. Möchte ich ein bisschen ändern, soll wieder ein bisschen mehr werden. Unter anderem mit dem neuen Projekt, was dann bald hoffentlich starten wird. Ich hatte überlegt, ob ich zu StarCraft 1 noch das Add-on machen sollte. Das werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann machen. Allerdings nicht jetzt sofort. Stattdessen bleiben wir mal so ein bisschen strategischer und fange ich tatsächlich mal mit Die Siedler 3 an, die Kampagne weiterzuspielen. Es gab ja schon eine Spondramen-Folge dazu, die ziemlich gut angekommen ist, und deswegen möchte ich das gerne fortsetzen. Das heißt, erstmal die Kampagne der Römer und dann einfach mal gucken, wie es so läuft. Und ich muss erstmal gucken, ob ich das überhaupt alles ordentlich aufgenommen bekomme, weil so ein paar technische Schwierigkeiten gab es da das letzte Mal, und deswegen, ich muss da mal gucken, ob es das noch ein bisschen schöner zu machen gibt, ein bisschen einfacher. Siedler 3, wahrscheinlich irgendwann diese Woche, ich hoffe mal auf Mittwoch, Donnerstag, irgend sowas. Sagen wir mal Mittwoch. Hoffen kann man ja viel, aber ich kann ja versuchen, dass das bis dahin klappt. Meine Güte, ist immer das Gleiche. Irgendwann kommen die Dinger mal ganz ab. Glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich kriege eine Glatze, dann mache ich eine komplette Glatze draus. Ansonsten, es gab Spontram-Folgen diese Woche. Zwar zu Medal of Honor Airborne. Ein ziemlich schnelles, inhaltsfreies Shooter-Spektakel.
was sich ziemlich gut spielt und auch eine Menge Laune macht. Allerdings, man hätte nicht unbedingt Medal of Honor draufschreiben müssen. Das Setting stimmt zwar von der Zeit her, von der Machart stimmt es auch ungefähr, aber es ist halt komplett anders als zum Beispiel so ein Allied Assault. Aber macht durchaus Spaß, wenn man einfach mal stumpf ein bisschen rumballern will, einfach mal wenig nachdenken will. Dann kann man sich das gut wohl antun. Und es gab eine Folge Spontrahmen zu Agario oder wie auch immer man das... Agrario, yeah, wie auch immer man das nennen möchte. Kam ziemlich gut an. Ich habe damit gerechnet, weil es halt so ein typisches, oh, im Moment gerade trendy und Mainstream-Spiel ist. Und da dachte ich mir einfach mal, ja, kam im Stream ja ganz gut an, als wir das gemacht haben. Nehme ich auch mal einfach mal eine Folge auf. Es wird bei einer Folge bleiben, weil so spannend ist das nun auch wieder nicht. Zumindest weiß ich irgendwann nach 5 Minuten nicht mehr, was ich da eigentlich kommentieren soll. Vielleicht packt man das im Livestream zwischendurch nochmal aus, aber das wird jetzt kein 100-Folgen-Projekt für YouTube. Das wäre interessant und ziemlich bescheuert. Aber wahrscheinlich würden das sogar Leute schauen. So, das dazu. Wie gesagt, Siedler 3. Kampagne, hoffentlich bald. Cities Skylines haben wir gerade mal die 100.000 Einwohner erreicht in Staffel 2. Es hat länger gedauert als gedacht. Wir waren ja schon mal eine ganze Weile so um die 80.000 bis 90.000 Einwohner stark in der kleinen Stadt. Ich weiß nicht, ob es an der Karte liegt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwelche Sachen anders mache. Aber es hat gefühlt, war es deutlich umständlicher, in diese etwas gehobenen Sphären zu kommen jetzt bei dieser Stadt, als in Staffel 1. Da trete ich gegen das Kamerastativ. Egal. Hat irgendwie länger gedauert, funktioniert aber jetzt trotzdem. Es ist ganz okay. Die Stadt entwickelt sich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange das Projekt noch laufen wird. Oder ob man halt, wenn man sagt, ja, komm, wir machen nur noch eure Städte, dass ich eure Städte zeige und dann schwenken wir zum Beispiel auf Anno 1404 um. Sowas in der Art. Aber ich denke mal, so ein paar Völkchen werden da noch zu kommen. Oder ich weiß nicht genau, vielleicht macht man das dann auch einfach nur immer dann, wenn man wieder Lust und Motivation hat. Was nicht heißt, dass ich keine Lust und keine Motivation habe, ne? Sondern dass, wenn man sagt, hier komm, ich konzentriere mich trotzdem erstmal auf andere Projekte und man kann zwischendurch immer noch ein paar Folgen einstreuen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber muss ich nochmal genauer schauen, wie ich das mache. Sonst, das war's auf meiner Liste, was ich mir aufgeschrieben habe. Ziemlich kurz, im Moment läuft noch Call of Duty, der erste Teil. Der macht auch eine Menge Spaß. Er ist nicht unbedingt einfach. Es gibt ein paar Stellen, die ein bisschen gemein sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich darin liegt, dass ich nicht so wirklich toll spiele an den Stellen oder ob das Spiel an manchen Stellen einfach ein bisschen ungerecht ist. Es ist manchmal schon, die Gegner können einen schon ziemlich schnell plätten. Vor allem die sehen einen halt tierisch schnell. Da guckt man mal so ganz kurz um eine Ecke rum. Viertelsekunde später ist man tot. Passiert schon manchmal. War bei der Aufnahme leider ein kleiner Fehler drin gewesen, deswegen kam da gestern, glaube ich, die Folge deutlich später, als es sollte. Weil ich noch ein paar Dateien umkodieren musste und dann hat das wieder gedauert und dann erstmal herausfinden, woran das liegt und den ganzen Krams. Und es passiert manchmal. Bevor ich es vergesse, Livestreams gibt es auch bald morgen am Montag um 19 Uhr und am Donnerstag um 20 Uhr. Thematisch wird es bestimmt Themen geben. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Guckt da einfach rein. Vielleicht ein bisschen Ark Survival Evolved können wir morgen vielleicht machen. Mal gucken. Sagen wir mal so, ich mache das ein bisschen davon abhängig, ob denn... Meine Survival-Partner an der Stelle auch streamen. Der Kiekste, der Fred Vorlaut und der Schrammo. Es macht gemeinsam halt ein bisschen mehr Böcke. Deswegen einfach mal gucken, ob das morgen klappt. Ansonsten machen wir morgen halt irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau was. Ich könnte ja einfach mal gucken. Vielleicht können wir auch... morgen machen wir dann entweder Ark oder Skyrim. Sagen wir es mal so, wenn jemand von den anderen Ark streamt, dann streame ich damit. Ansonsten gibt es Skyrim morgen, um das nochmal ein bisschen weiter zu spielen hier. Und am Donnerstag, was mache ich denn da mal? Ich bräuchte mal eine Liste, wo ich alles so machen könnte hier.
Egal, Donnerstag gibt es auch irgendwas ab 20 Uhr. Seid gespannt. Ich bin es auch. Und würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt, ich habe die letzten ein, zwei Videos da nochmal die Kommentare durchgeschaut. Da hatte ich nicht, da hatte ich ja keine Fragen beantwortet aus Zeitgründen. Da hatte ich auch nicht darauf hingewiesen, dass man nochmal Fragen stellen kann. Bitte hier wieder unter die Kommentare, da in die Kommentare. Darunter ist wahrscheinlich der Browser schon zu Ende. In die Kommentare mit dem Hashtag Frage. Eure Fragen, was ihr denn zu fragen wollt. Sei es von, was hältst du von der E3? Zu, was ist der Sinn des Lebens? Über, welche Farbe hat dein Hamster früher gehabt? Ungefähr diese Spanne könnt ihr euch gerne da irgendwas überlegen, was ihr fragen wollt. Ich beantworte das, wenn ich Lust dazu habe. Ich glaube, mehr gibt es echt nicht zu erwähnen. Guckt die Videos, habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Guckt die Streams, guckt aus dem Fenster, ist schön draußen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!